Verpassen Sie nicht unsere Überraschung zum Nikolaus. Am 5. Dezember um 16 Uhr kommen Stefanie und Eberhard Hertel zu uns in den Elsterpark. Es ist Mittwoch, der 2. Dezember und damit herzlich willkommen zu Vogtland aktuell, Ihrem täglichen Nachrichtenmagazin aus der Region. Und das sind heute unter anderem unsere Themen. Asyldialog geht in die nächste Runde. Letzter Behindertenbeirat für Anneliese Ring. Junge Frau bei Plauner Wohnungsbrand verletzt. Und Vogtlandkreis würdigt seine Naturschützer. Der angedrohte, unbefristete Straßenbahnstreik in der Spitzenstadt fällt aus. Bei den Tarifverhandlungen des Plauner Nahverkehrs gab es heute erste Ergebnisse. In der 7. Verhandlungsrunde konnte Verdi einen Rahmentarifvertrag inklusive höherer Vergütung für die Mitarbeiter der Straßenbahnbus GmbH erzielen. Ab Januar würden demnach bis zu 11,15 Euro pro Stunde gezahlt werden. Die Angestellten der Plauner Straßenbahn müssen sich noch etwas gedulden. Verhandlungspunkte wie stufenweiser Einstieg in den Spartentarifvertrag werden erst bei den abschließenden Gesprächen Anfang nächsten Jahres beschlossen. Verdi geht aber davon aus, dass die Verhandlungen spätestens im Februar 2016 abgeschlossen sind. Verhandlungsführer Sven Vogel hatte mit dem Gedanken gespielt, einen unbefristeten Streik zu beginnen, wären die Verhandlungen heute ohne Ergebnisse geblieben. Warum unterstützen Sie die Politik von Frau Merkel? Die ist rechtswidrig. Die verstößt gegen Bundesrecht, gegen Europarecht, gegen das Grundrecht, gegen alles. Hitzige Debatte im Malzhaus. Manchmal laut, aber größtenteils sachlich, wurde gestern Abend knapp 2 Stunden lang über die Asylpolitik der Bundesregierung diskutiert. Zu der Gesprächsrunde, bei der rund 200 Menschen in der Plauner Malzhausgalerie dabei sein wollten, hatten erstmals Superintendentin Ulrike Weyer, Landrat Rolf Keil und Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer eingeladen. Vor allem die beiden Politiker mussten sich einigen kritischen Fragen der Gäste stellen. Außerdem wurde ihnen unter anderem nahegelegt, aus ihrer Partei auszutreten. Damit würden sie ein Zeichen setzen, wenn sie schon nicht mit allem einverstanden seien, was in Berlin beschlossen wird. Unter den Gästen waren auch Mitglieder des Organisationsteams von Wir sind Deutschland, jene Gruppierung, die seit September jeden Sonntag zu einer Kundgebung in der Spitzenstadt aufruft. Zusammen mit der Bürgerplattform für demokratische Erneuerung überreichten sie gestern dem Landtagsabgeordneten Frank Heidern eine Resolution samt gesammelter Unterschriften. Darin fordern sie unter anderem die Bundesregierung auf, sich sofort an geltendes Recht zu halten. Das Thema Asyl soll auch bei der nächsten Dialogveranstaltung am 28. Januar auf der Tagesordnung stehen, so die Superintendentin. 2 somalische Asylbewerber wurden gestern Nachmittag in Plauen überfallen. Die beiden waren gerade dabei, ein Straßenbahnticket am Postplatz zu kaufen, als sie von einer Gruppe von ca. 10 Jugendlichen beleidigt, bedrängt und schließlich geschlagen wurden. Einem der Somalier wurden dabei über 200 Euro aus der Geldbörse gestohlen. Die Asylbewerber konnten flüchten und gingen zur Polizei. Gegen die Unbekannten wird nun wegen Raub, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Sollten Sie etwas gesehen haben, dann melden Sie sich bitte beim Plauner Polizeirevier unter der Telefonnummer 03741 140. Anneliese Ring zieht positive Bilanz. Für die Vizelandrätin durfte es gestern nicht ganz einfach gewesen sein. Nach 7 Jahren im Amt als Vorsitzende des Behindertenbeirates leitete sie ihre letzte Sitzung. Es sei nicht immer ganz einfach gewesen, denn es gab viele individuelle Probleme zu lösen. Unterm Strich habe ich gerade in diesem Bereich viel Dankbarkeit erlebt, viel dankbare Menschen erlebt, die trotz ihres Handicaps sehr lebensfroh und voller Mut in die Welt gegangen sind und nicht so mürrisch, wie man das vielleicht vermuten könnte. Ich habe gesehen in den letzten Jahren, was getan wird und was sich hier getan hat. Ihre Abschiedstour geht morgen weiter. Auf der Kreistagssitzung in Reichenbach wird sie ihren Jahresbericht vorlegen. Dann werden die Kreisräte einen neuen Beigeordneten bzw. eine neue Beigeordnete wählen.
Dazu haben drei Kandidaten ihren Hut in den Ring geworfen. Anneliese Ring will in ihrem Ruhestand ihr Hauptaugenmerk auf die Familie legen. Landrat Rolf Keil wurde gestern zum neuen Präsidenten der Euregio eGrenzes Arbeitsgemeinschaft Sachsen-Thüringen gewählt. Damit tritt er in die Fußstapfen von Plauens Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer, der seit 2011 den Vorsitz hatte. Der OB schlug seinen Nachfolger selbst vor, da der Vogtlandkreis als größter und einwohnerstärkster Landkreis der sächsisch-thüringischen Euregio am meisten von der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Tschechien und von den europäischen Fördergeldern profitiere. Ralf Oberdorfer bleibt der Arbeitsgemeinschaft als Mitglied weiterhin erhalten. Wohnungsbrand in Plauen. Letzte Nacht riefen um 1 Uhr morgens Asylbewerber die Feuerwehr, weil in einem Nachbargebäude in der Reisiger Straße ein Feuer ausbrach. Der Brand breitete sich von der ersten Etage in Richtung Dachstuhl aus. Die 15 Bewohner mussten evakuiert werden. Eine 22-jährige Frau retteten die Florianzjünger über eine Drehleiter. Anschließend wurde sie mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Bis 6 Uhr morgens waren insgesamt 48 Kameraden der Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Sowohl die Brandursache als auch die Schadenshöhe ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Staatssekretärin Dr. Katrin Suder kann nun einen vogtländischen Weihnachtsbaum ihr eigen nennen. Bundestagsabgeordneter Robert Hochbaum brachte den Baum diese Woche nach Berlin und schmückte ihn mit Plauener Spitze. Der Baum steht nun vor dem Büro der Staatssekretärin. Somit können Besucher aus dem In- und Ausland die vogtländische Tradition bestaunen. Bereits zum 15. Mal brachte der CDU-Politiker einen Weihnachtsbaum aus seiner Heimat nach Berlin. Der vogtländische Weihnachtsgruß strahlte in den vergangenen Jahren unter anderem im Kanzleramt. Schon 1964 wurde Eberhard Fröhlich zum ehrenamtlichen Naturschutzhelfer berufen. Würdigung. Gestern Nachmittag fand im Natur- und Umweltzentrum in Oberlauterbach die diesjährige Ehrenamtsveranstaltung des Vogtlandkreises zur Würdigung von Naturschutzbeauftragten und Helfern statt. Herr Siegfried Gonscherek wurde bereits in der DDR-Zeit zum Naturschutzbeauftragten für den Kreis Oelsnitz berufen. Landrat Rolf Keil sieht die Naturschutzbeauftragten und Helfer als die wichtigste ehrenamtliche Kraft beim Schutz der vogtländischen Flora und Fauna. Die Frauen und Männer übernehmen damit wichtige Aufgaben in der Biotop- und Landschaftspflege und dem Ehrenschutz, was einen besonderen Dank und Anerkennung gebührt. Eberhard Fröhlich aus Netzschgau, Kreisnaturschutzbeauftragter für den ehemaligen Altkreis Reichenbach, und Siegfried Gonscherek aus Bad Brambach, Kreisnaturschutzbeauftragter für den ehemaligen Altkreis Oelsnitz, wurden im Rahmen der Veranstaltung verabschiedet. Auch wenn sie offiziell aus dem Amt scheiden, dem Umweltschutz werden sie auch in Zukunft treu bleiben. Neben der Würdigung des Ehrenamtes wurde den Gästen an diesem Nachmittag auch der Stand des Regionalplanes Chemnitz erläutert. Das war Vogtland aktuell für heute. Weiter geht es mit unserem Wetter. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie wollen. Tschüss!